Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Unterwegs in Düsterburg. Im letzten Part haben wir Kapitel 4 betreten, besser gesagt. Und ja, es sieht nicht so wirklich gut für uns aus. Wir haben die Königin hier geplättet. Wir müssen nur 3 Ebenen bestehen. Warum wollt ihr mich eigentlich immer angreifen? Gut, wollt... Alter! Kommen wir hier irgendwie durch? Super, und jetzt? Ah, hier geht's sogar weiter. What Ultimate Explosion. Ja, wie weitergehen? Wohin denn? Kommen wir da durch? Ich meine, hier hinten transportieren die immer noch mehr. Und er dämmelt sich rum. Ich bitte danke, wenn wir hier fertig sind, müsst ihr erstmal den Kammerjäger rufen. Ja, aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ich meine, es gibt ja nicht wirklich einen Weg dahin. Ihr Spacken, dann kommt halt her. Warum sind es vier? Greif halt einfach an. Mach den Schneesturm und du den Sternschauer. Ich meine, eigentlich wollte ich jetzt nicht kämpfen, aber... Ich habe einfach den letzten Kampf genug. Ja, ich habe ein Stück auf irgendwie. Merkt man ja auch, dass ich den letzten Part nicht speichern konnte. Und ich genau an derselben Stelle wieder begonnen habe. Aber von mir aus, wenn sie Bock haben, drauf zu gehen. Ich weiß, es tut ja auch gut für unsere Erfahrung und auch. Der Libertarius muss mal ein höheres Level erreichen, weil das so der absolute Oberspack bei uns ist. Da wäre Juli besser gewesen. Juli, unser Hund, wir werden sie nie wiedersehen. Ich meine, die lebt da jetzt alleine. Cool, wie sie sich selbst ernähren kann und so. Wüsste ich halt auch gern, wie es mal so geht, aber... Ja, komm hier raus. Immerhin hat der Libertarius jetzt über 200 Leben. So. Aua. Aua. Warum ist Dankwart fast tot? Kann mir das mal einer irgendwie so verraten? Ich meine, okay, ich hatte 30 Magie-Tränke jetzt mitgenommen. Die kann man nur den Ostmarken oder diesen Gammel ausverkaufen. Deswegen war es eigentlich gut, dass ich 30 hatte. Ich hatte nur 17 oder so. Also in dieser dämlichen Höhle hier verbraten. Warum ist Dankwart jetzt auch? Kacke. Ja, dann hol du ihn halt mit dem Riechsalz wieder. Ja, du bist ein bisschen schnell von allen, mach das jetzt. Jetzt stirbt der Mann. Danke. Einfach nur drauf, der stirbt jetzt eh gleich. Bon. Ja, weich doch aus, eiskalt. Danke. Gewonnen, blaue Erfahrung, Libra Stufe 30. Dankwart 33. Die ist aber auch noch nicht auf Stufe 30 Wart. Können Dankwart Genesung auf sich selber irgendwie. Und auf Libra. Gut. Alter, von den Erfahrungen her sind jetzt alle schon über 100.000. Hart. Kann man da nur noch sagen, hart. Ach, vielleicht geht's da unten weiter. Ja, nein, vielleicht. Nö. 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 Aber absolut nicht. Und zumal man ja auch hier noch speichern kann. Aber ganz ehrlich, es muss da unten irgendwie weitergehen. Es gibt nämlich keinen anderen Weg irgendwie. Kann man hier irgendwie drüber? Nein, natürlich nicht. Ja, okay, hier will ich auch nicht drüber. Aber hier vielleicht. Irgendwo hier muss es doch einen verfluchten Weg geben. Ich
hüpf einfach über diese verkackten Drecksteine drüber. Die Frage ist halt echt, wie man da hinkommt. I don't know. Gut, müssen wir wohl erstmal zurückgehen. Vielleicht verändert sich jetzt irgendwas. Man weiß es ja nicht. Man kann es nicht wissen. Wir können ja auch einfach runterspringen. Nein, kann man auch nicht. Geil. Vielleicht gibt es hier einen anderen Weg. Nee, es gibt einfach nur einen linearen einen Weg hier. Ja. Geil. So, hier sind die ultimativ starken Gegner. Die sind echt stärker wie alles andere. Hier in diesem Dungeon. Ja, du. Genau hier. Aber jetzt mal ganz ohne Flachs. Ah. Hi. Na, er will mich verarschen. Ja. Und jetzt lauf. Bin ich gerade gestorben? Ja. Auf jeden Fall bin ich gerade gestorben. Geil. Naja, bei sowas stirbt man auch. Wie kann ich nur daran denken, das nicht zu sterben? Das hat mich auch irritiert, dieser hässliche Stein hier. Okay, was ist, wenn wir links laufen? Ah nein, da musst du drauf treten, da musst du drauf treten. Aber wie will ich da fliehen? Der von unten wird auch kommen. Ja, lauf. Nein, oh, lauf! Tot. Scheiß Indiana Jones Musik. Okay, der von unten kommt doch nicht. Aber damit verbaue ich mich auf den Weg, ganz ehrlich. Egal. Einfach mal schnell laufen. Kleines Easter Egg mit Indiana Jones Musik. Geil. So, und jetzt laufen. Geil. Gut. Das wäre geklärt. Super Rätselmodus deaktiviert. Aha. Okay. Fledermäuse. Na, ah, jetzt sind wir in der zweiten Ebene angelangt. Wahrscheinlich. Geil, sogar das Bild. Ah, jetzt nicht mehr gut. Sprecht, Fremdlinge. Seid ihr im Namen der Familie Denkelbrack unterwegs? Ja. Dann müsst ihr auf die Antwort auf folgende Frage kennen. Dankwart. Mal sehen, was er es so zu fragen hat. Was kann nie verliehen oder verdient werden und wird doch immer verschwendet? Halte dieses scheiß Rätsel. Glaubt, Zeit ist es. Ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock immer. Ah. Genau, das wollte ich suchen. Immer zurückzugehen, um zu speichern. Nee, nee, nee. Hi, Bitch. Sprecht, Fleming. Ja, ja. Da müsst ihr auch die... Ja. Mach's kurz. Onkel und Brüder habe ich keine. Aber dieses Mannes Vater ist mein Vaters Sohn. Alter, ich will eigentlich gerade verarschen. Onkel und Brüder habe ich keine. Okay. Doch, es muss dein Sohn sein. Yep. Gut. Damit hätten wir das auch geklärt. Yeah, Bitch. Hi. Ja. Gut. Was ist schlimmer als der Tod und besser als die Liebe? Die Toten essen es,
Aber wenn ich die Leben des Sterbens eines qualvollen Todes. Einsamkeit. Was? Barschen. Der Wächter macht mich platt. Nein, 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 nein. Nicht Flammenschlag, Feuerball. Ich weiß 100%, dass das krass aussieht. Das sieht doch richtig geil aus, irgendwie, finde ich. Ja, Feuer macht ihm zu schaffen. Nimmt keinen Schaden. Okay. Dann können wir ihn doch töten. Er macht schon ganz viel Schaden bei dem. Der Tare ist sogar schon weg. Wird er immer immuner, umso öfter man mit derselben Attacke kommt. Mein Dankbar kann so gut wie immer nichts machen. Naja, doch nicht. Stirb einfach. Oh nein, es war Erde. Ich bin dumm. Natürlich, wenn die Toten essen es, weil die auf der Erde begraben sind und wenn die Menschen Erde fressen, verrecken sie. Oh Gott, bin ich blöd. Du stirb jetzt mal bitte. Alter. Chill doch dein Life jetzt, ganz ehrlich. Ich kann auch nicht mehr so lange. Heilige Melodie. Okay. Vielleicht bringt sie ja irgendwas. Boah, Kritter. Alter, wie lebt du denn, oder? Ja, geil. Irgendwie trifft der Wächter so gut wie nie. Hat er jemals getroffen? Ich glaub's nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Lukas ist ja voran. Krieg jetzt mal zusammen. Taris ist down. Und du kannst auch nicht mehr. Obwohl, nein. Spar dir mal deine Magie. Alter, jetzt. Wow. Jetzt ownt er uns, wenn er trifft. Vielleicht hilft der Tanz der Sonne. Ich kann noch einmal den Feuerball machen. Du holst meine Magie dran für sie. Danke. So. Nächster? Ah nein, es waren nur drei. Schade. Schade, schade, schade. War ein geiler Raum. Was steht da? Ne, erstmal speichern. Nachher löse ich damit irgendeinen Switch aus und sterb. Nicht wo wir sind oder sein werden, sondern wo wir nicht sind, werden Wege sein. Okay. Scheiß logisches Rätselspiel. Okay, da wo wir nicht sind, werden Wege sein. Nein, aber scheint, dass es einen tieferen Sinn gibt, der hinter der eigentlich. Nein, 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 chill. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, dieses. Ja, genau. Aha, Kompass. Von wem? Ich weiß es einfach. Es, dieser Raum besteht aus Geheimgängen. 100 Euro. Okay, nein, ich verwende nicht schon wieder 100 Euro. Das habe ich schon mal in Paper Mario getan, als ich gesagt habe, ich sterbe bei dem fünften Endboss bei dieser Piranha-Pflanze. Wow. Verfolgt es mich? Es verfolgt mich.
Und es ownt mich ganz schön hart. Alter, hör doch mal auf. Ah, cool. Lass mir gerade, ich bin tot. Ja. Yeah. Geil. Okay. 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 Ja, gut. Was? Ah gut, das hatten wir schon mal. Wenn ich es jetzt wieder lese, habe ich auch keine Ahnung. Cool. Nochmal. Okay, gut. Das hätten wir auch geklärt. Was hier hinten? Nö. Cool. Halt's Maul. Cool. Sehr, 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 sehr cool. So. Weiter. Ja. Hilfe. Nein, 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 verpiss dich. Ich werde dich austricksen. Hua! Oh, komm, du bist scheiße. Warum jetzt nochmal? Hä? Alter. Ja, komm, bringt mich um, komm, bitte. Töte mich, danke. What the fuck? So viel kam letztes Mal aber nicht. Aber ganz und gar nicht. Ja. Ich habe ihn einer verf... Ach, scheiße. Ja, ja, okay. Hier. What the fuck? Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Hi. So. Hi. Nee, vergiss es. Hilfe? Okay, okay, wo will ich jetzt lang? So, wir sollten weiter nach Osten. Hi, ihr zwei Krüppel. What the? Hilfe? Jo, dann wohl hier nicht lang. Haha, Truhen. Ich will die aber nicht. Verpiss dich. Hier vielleicht? Hallo? Das ist eine Vertiefung. Es würde meine Laterne reinpassen. Und schaut gut aus. Nicht weiter, packt uns entweder was. Was hilft es uns jetzt? So. Autsch. Alter, wie viel mir das gleich abzieht. Alter! Aua! Hey, du Spaß, was bist du? Ah. Drei.
Warte, ich bin noch richtig gelaufen. Wollt ihr mich jetzt eigentlich total verarschen? Ich bin doch richtig gelaufen. Meine Fresse. Und jetzt? Hallo? Ja, und jetzt? Okay, das war random. Ich bin schon wieder fast tot. Oh Mann, Alter, wie viel Wege wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Gut. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Walaba. Haben wir es geschafft? Oh mein Gott. Wo sind wir? Hi. Ohne Speichern und so. Heringe. Okay, da scheint wohl gar nichts drin zu sein. Verpiss dich. Reis. Kann man hier auch bitte irgendwo speichern? Ah, oh, danke. Aber hallo, das ist der Vorseite des Schlosses, nun gilt es vorsichtig zu sein. Noch vorsichtiger. Ja. Gut, Leute, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder und erkunden das Schloss. Bis dann und ciao.